Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder. Euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe hier die Espaya Flexus liegen in Schwarz. Die habe ich von einem Kollegen bekommen. Also nicht gratis. Ich habe dafür zwei Spiele hingegeben, weil er hat sich die bestellt und hat aus Versehen zwei bestellt und wollte das dann eigentlich rückgängig machen. Konnte er dann nicht, weil die Bestellung schon raus war, und da hat er mich dann angerufen und gefragt, ob ich die dann nehmen wollen würde, ob wir tauschen wollen oder so, weil er weiß, dass ich noch was Kleines suche. Und also für unterwegs. Und er hat gesagt, na klar, warum nicht? Und da haben wir dann getauscht, der hat zwei Spiele gekriegt. Red Dead Redemption 2 habe ich ihm gegeben. Was habe ich ihm noch gegeben? Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Und ich habe dafür von ihm die Espaya bekommen. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein, wie die ist. Also wir haben jetzt hier vorne halt, steht natürlich Espaya, ist ja logisch. Dann haben wir die Flexus, ist ja, der Name ist ja auch komisch, in bunt. Dann halt hier, dass das schwarz ist, und Stromzeichen. Ich zoome mal noch ein bisschen ran, damit ihr das noch ein bisschen sehen könnt. 15 Watt, 3 Ampere, Typ C, PD, weil es Pott ist. Also hier denke ich mal wegen dem, wie es aufgebaut ist. Und der Akku, ja, das kann ich nicht lesen, ist zu klein. Und dann haben wir hier Flexus Q-Kit Black. Hier ist auch der dieses Wackelzeichen, damit das Original ist. Oben haben wir nichts. Hier haben wir dann auch nochmal CE-Zeichen, und da haben wir auch nichts. Habe auch extra gewartet mit dem Auspacken für das Video. Und da haben wir sie. Mit dem Benutzerhandbuch. Also, den nimmst du raus, dann befüllst du es von unten, dann machst du es wieder rein. Und Potfilling, Chill Puff. Ja, dann gucken wir uns gleich mal an. Und wie man die Coils wechselt. Rausziehen, reindrücken. Auch Mausi. Und ich weiß auch nicht, wo er bestellt hat. Das kann ich euch auch nicht sagen. Also wir haben es hier in Französisch und in Englisch in der Anleitung. So. Nehme ich die mal raus, haben wir einmal die Anleitung. Dann haben wir den USB-Kabel, USB Typ C. Dann haben wir hier zwei Coils mit bei. Sind das identische? Ja, das sind identische Coils. Ich weiß jetzt nicht mit dem hellblauen ganz genau, das könnte Mesh sein. Aber die waren eigentlich orange, die Mesh, glaube ich. Die waren gut, die haben mir geschmeckt. So, oh, die ist gut. Ist ja geil. Die verschwindet in der Hand. Hat ein bisschen Gewicht. Ich hatte eher Angst, dass sie ziemlich leicht ist. Und so ein Plastikding, aber nee, das ist Metall. Fühlt sich ganz gut an. Ach komm, wir machen mal Unboxing mit Hardware gleich. Mit Füllen und alle drum und dran. So, dann gucken wir mal. Wir haben dann hier unten die goldenen Kontakte. Müssen wir mal gucken, wie wird das mit dem Befüllen ist. Ach, da ist keine Kappe extra drüber. Das ist schon die Kappe.
noch mal nachgucken mit dem Befüllen. An der Seite. Oben oder an der Seite. Ach, hier. Okay, gut. Das ist gut. Gut, dann machen wir mal einen Keuren. Da müssen wir dann natürlich was warten. Oh, das ist aber ziemlich locker. Kann man den hier irgendwie festmachen? Muss der raufgedreht werden? Oder rastet der irgendwie ein? Weil ich das ziemlich locker finde. Okay, also rauslaufen sollte nichts. Dafür ist er fest hier noch drinne. Ich weiß ja so nicht, welche Richtung hier wird es. Entschuldigung, ich hab vergessen, das Handy lautlos zu machen. Gott, bin ich dusselig. Ich habe die verkehrt rumgemacht. Ich habe ja nicht geguckt, dass hier oben hier der Kontakt ist. Ich habe die so drin gehabt. Und hier ist ja, das passt ja nicht. Ach Gott, bin ich doof. So, und dann rastet die auch hier ein. Und dann passt das auch. Passt sogar super. Aber wir müssen den erstmal befüllen. Und dann muss der auch erstmal, ich nehme meinen Tom Clark wieder. Dann muss der ja auch erstmal kurz stehen, dass der Keul hier schön durchzieht. Ich bin schon sehr gespannt. So. Ich habe ja auch die Kleine, die Phönix da oder wie die heißt. Oder Pegasus? Wie heißt die? Phönix. Was auch so zum Rausziehen ist. Video werde ich euch verlinken. Auch ein richtig geiles Teil. Oh, da passt aber viel drin. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Oder wirkt nur so. Und da hatte ich auch am Anfang Angst wegen diesen Gummidichtungen, dass die undicht werden oder irgendwas dergleichen. Gar nicht. Ich zeige euch die im nächsten Video oder im nächsten Abschnitt. Wir lassen die jetzt hier erstmal einziehen. Wir haben halt natürlich nichts zum Verstellen. 4, 5. Ah, da geht's da an. Ah, das ist hier, das ist die Airflow. Und die lassen wir jetzt am besten mal hier schön einwirken. Das Liquid. Und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Schritt eine Dampfprobe. Und da bin ich mal sehr gespannt. Sieht auf jeden Fall sehr fesch aus. Hier Flexus. Hier so mit Carbon. Achso, das seht ihr gar nicht. Schade. Ich kann leider nicht weiter ranzoomen. Hier haben wir dann halt mit Carbon-Optik. Hier haben wir dann Aspire. Hier ist der Power-Knopf. Hier ist die Airflow, denke ich mal. Wir haben ja keine Kappe hier oben drauf. Ja, gut, das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass da nicht wenigstens irgendwie so ein bisschen was oben drauf ist, dass man das, wenn man die dann in eine Handtasche für Frauen oder Männer eine Bauchtasche oder eine Hosentasche hat, wenn man dann hier Fusseln dran hat,
Also hätte ich wenigstens schon gerne so ein kleines Pinöpelchen, was mal so, vielleicht, was denn hier unten mit dran bammelt, also hier. So ein kleines Loch, wo man dann halt so ein Band hat und was man dann hier oben ruf machen kann. So vielleicht mit Gummi halten oder so, würde ich bevorzugen, weil die ist wirklich klein, aber hat ein bisschen Gewicht. Also ist nicht, dass sie zu leicht ist. Das war ja meine Befürchtung. Sehr schönes Teil. Sehr schön. Sehr sexy. Finde ich super. Ja, dann würde ich sagen, warten wir jetzt mal ab. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Keul so ein bisschen durchtränkt ist und wir ein bisschen probedampfen können. Ein wunderschön. Da bin ich auch schon wieder. Und zwar geht es jetzt weiter um die Espaya Flexus. Ich weiß jedes Mal den Namen. Ich wollte euch aber gerne noch die anderen zeigen. Das ist halt die große, die ist für zu Hause, ist die 200er Box. Die ist schön schwer, mag ich für zu Hause. Aber für unterwegs ist die schlecht. Für unterwegs habe ich bis jetzt immer die gehabt. Ich wollte aber noch was Kleineres. Das ist die Nautilus Prime X. Da ist jetzt gerade der Akku leer. Muss ich den Akku erstmal nachfüllen. Und da haben wir dann halt auch so ein Ding. Und da ist praktisch da. Der Gummifropfen, den könnt ihr aufmachen, befüllen, zumachen, hält alles super, ist noch nie ausgelaufen. Und deswegen bin ich mal gespannt. Also auf die Gummidichtung, da glaube ich schon, dass die gut ist. Aber ich bin mal gespannt, weil die ist wirklich schön. Muss die Airflow komplett aufmachen. Ui. Uiuiuiui. Aber mein All-Day drinne, halt Tom Sawyer fruchtig. Schmeckt genau wie überall. Ja, der Keul ist noch nicht eingedampft. Also der Geschmack kommt, die Süße fehlt ein bisschen, minimal. Aber es kann auch sein, dass wegen bei mir wegen der Nase. Ich kann direkt auf Lunge machen. Jetzt machen wir mal höher. Ich versuche mal Backe Lunge, aber ich kann es nicht mehr. Also Backe Lunge kann ich nicht mehr. Aber das ist auch ziemlich fest vom Zug. Ich mache mal auf die Hälfte. Ja, so geht's. Backelunge ist nicht mehr meins. Ach Gott. Ist nicht meins. Direkt auf Lunge und fertig ist. Herrlich. Jetzt kommt der Schmack immer mehr durch. Der Keul dampft sich erst ein. Ist auch gar nicht laut. Ich hatte befürchtet, dass die Airflow ein bisschen lauter ist. Also ist wirklich ein sehr schönes Produkt. War doch gut, dass ich sie getauscht habe. Aber wie gesagt, wenn ihr sie in der Handtasche haben wollt oder in der Bauchtasche oder so, die ist hier oben komplett offen. Also da würde ich mir für Modell 2.0 vielleicht wünschen, dass man hier so ein Löchlein reinmacht für so eine Strippe. Vielleicht auch in Orange. Espaya ist ja die Farbe Orange. Und ein rosanes, oranges Bändchen dran hat. Mit so einem Gummipinöpel, den man hier oben reinstecken kann, zum Beispiel. Ja? Hier oben. Wieso? Kennt ihr noch von Handy, für Handys und so? Da gab es doch damals auch für die Klinkenanstecker oben so Gummipinöpel, die man reinstecken konnte. Und dann war da halt eine Figur dran, die mit einer Batterie, die geblinkt hat, wenn der Anruf kam. Oder auch nur so irgendwelche, die Bimsel oder so, damit da kein Dreck rinfällt. Sowas in der Art, müsst ihr euch vorstellen, sowas würde ich sagen, dass man da vielleicht hier so ein kleines rosa Bändchen
aus Schnur, also nicht Gummi, schon Schnur, Nylonschnur oder sowas dran macht, also ein Loch hier, dass man sich aussuchen kann, man möchte es dran haben oder möchte es nicht dran haben. Also dann, also wieder so ein Pinöpel dran oder halt eingearbeitet, dass man das dann durchziehen kann und dann hat man dann halt hier so ein Pinöpel dranhängen und wenn man dann sagt, jetzt ist gut, kann man den oben raufstecken, steckt eine Bauchtasche oder eine Handtasche und dann ist gut. Also so an sich wirklich ein tolles Produkt. Hat eine gewisse eigene Schmiere, also ist nicht zu leicht, ist aus Metall. Dampft sich jetzt im ersten Augenblick gut. Wie es jetzt über einen Langzeittest ist, kann ich es euch nicht sagen. Aber wie gesagt, Bauchtasche oder so, das Bändchen. Für zu Hause am Arbeitsplatz oder so, wenn man es da irgendwo liegen lässt oder im Auto, ist es okay. In der Handtasche, in der Bauchtasche oder in der Hosentasche. Ja, weil die so clean ist, da würde ich mir dann hier oben so ein Steckerle wünschen. Vielleicht gibt es ja sowas, ich weiß es gar nicht. Die Airflow ist für mich auch okay. Ist ja halt nur eine kleine. Vielleicht ein Tick mehr Airflow, also noch ein Stück größer. Aber so geht's. Man muss ja auch denken, man hat ja nur einen kleinen Akku und kleinen Tank, aber dafür dampft die echt wie Hulle. Finde ich gut. Jetzt immer mehr kommt der Geschmack auch durch von Tom Sawyer. Ich mache auch mit Absicht jetzt schon viele große Züge. Also die Coils haben auch kein Problem mit Nachfluss. Ja, der Plaste wird auch nicht heiß oder so. Also man kann gut ran. Ein bisschen warm ist es hier worin, aber nicht heiß. Ja, gefällt mir. Meine Frau nicht, wenn ich die sieht, weil ich hier schon wieder voll dampfe, aber. Die ist gut. Also wieder mal Espaja. Lob. Super Produkt. Macht mega Spaß. Wird mich jetzt auf meinen Wegen begleiten. Und vor allem USB-C. Ist schnell zu laden. Kann ich im Auto denn auch schnell laden? Einfach Zigarettenanzünder, habe ich ja so einen Adapter für mein Handy und so. Und den USB-C rein. Bum, bum. Mein Handy ist ja jetzt auch USB-C, was ich habe. Da brauche ich nicht mal den Kabel mitnehmen. Da habe ich ein Kabel für alles. Rennt voll und kann laden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Milliampere der Akku hat. Siebenhundert Milliampere. Ja, hier, die Coils sind AF Mesh, habe ich doch gewusst, Mesh Coils. Einmal mit 0,5 Ohm, einmal mit einem Ohm, halt jetzt dran, ich gucke, welche ich habe, welche ich jetzt drin gebaut habe. USB-C, ja. Also sehr schönes Ding. Gefällt mir sehr gut. Und auch die Qualität vom Dampf ist sehr schön. Ja, und ist halt nicht zu groß, nicht zu klein. Richtig super. So. Also gerade halt ich meine, wenn man es für unterwegs, so wirklich was, wenn die große ist, halt nicht für unterwegs. Also, das ist schon okay. Und ich wollte aber noch was noch kleineres. Und da bin ich damit jetzt bedient. Das ist super. So, nichtsdestotrotz soll es jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.